Willst neues Gameplay zu Dune Awakening? Die Ankündigung des Release-Datums, Crafting, Basenbau, Fähigkeiten und mehr, dann bist du hier genau richtig. Denn im Rahmen der Gamescom hat uns Funcom über 30 Minuten Gameplay-Material zur Verfügung gestellt, welches wir für dich analysiert haben und natürlich nicht vorenthalten wollen. Und damit können wir uns ein deutlich besseres Bild davon machen, was uns im kommenden Dune Awakening Anfang 2025 erwartet. Und bei der Gameplay-Analyse sind wir auf einige spannende Details gestoßen. Aber Schritt für Schritt. Wir stellen euch alle Bereiche der Reihe nach vor und gehen auf alles im Detail ein. Und eins ist sicher, wir freuen uns auf Arrakis. Komm hier. Nimm. Put your hand in the box. Als waschechtes Survival-MMO starten wir zunächst einmal mit der Charaktererstellung unseres Bene Gesserit-Spions, welcher nach Arrakis geschickt wird. Und hier haben wir natürlich die verschiedensten genre-typischen Optionen, unseren Charakter nach unserem Belieben anzupassen. Dabei kann sich die Optik dank der verwendeten Unreal Engine 5 sehen lassen. Zudem ist die Charaktererstellung in zwei Teile aufgebaut. Zum einen unsere reine Charakteroptik, das heißt, wie wir uns in der Spielwelt wiederfinden, und zum anderen den zweiten Teil, wobei wir über die ehrwürdige Mutter einige Fragen beantworten und so unseren Hintergrund und natürlich auch unsere grundsätzliche Karriere angeben. Und in dieser Privataudienz bei der ehrwürdigen Mutter der Bene Gesserit geben wir unsere weiteren Details an. Then I will sift your words for lies. Let's begin. Where were you born? Mit der Wahl unserer Heimatwelt geben wir an, wie andere Charaktere oder Fraktionen auf uns reagieren. Und durch die Angabe der verschiedenen Kasten haben wir Zugriff auf verschiedene passive Details für unseren Charakter. Und abschließend wählen wir unseren Karrierestart. Als Soldat, Schwertmeister oder im Bereich des Mentats. Who was your mentor? Grundsätzlich bleibt allerdings die weitere Charakterentwicklung offen, dank des offenen Skilltrees. The mind must be prepared or the training does not take. The test is almost complete. Have you spoken truths? You will go to Arrakis as our agent prisoner. You have one task. Find the Fremen. Wake the sleeper. You will know when it is done. Und damit werden wir in die alternative Zeitlinie in Dune Awakening entlassen. Und wachen hier erst einmal in einer Höhle auf, in der wir das Laufen lernen, das heißt die grundsätzliche Steuerung kennenlernen und die ersten Interaktionen mit der Spielwelt kennenlernen. Dank des technischen Grundgerüsts der Unreal Engine 5 sieht das Ganze auch dementsprechend aktuell und optisch eindrucksvoll aus. In einer klassischen Third-Person-Ansicht erkunden wir unsere anfängliche Höhle und machen uns mit den UI-Elementen vertraut, wofür wir im oberen Bereich einen Kompass zur Seite gestellt bekommen. Und so sammeln wir klassisch die ersten Ausrüstungsgegenstände ein und machen uns direkt mit dem Crafting vertraut. Und hier sind wir nicht nur auf das Crafting von direkten Charaktergegenständen beschränkt, sondern, wie wir später kennenlernen werden, auch direkte Basen bauen können, unterschiedliche Fortbewegungsmittel bis hin zu Fluggeräten. Hierfür sind wir allerdings auf den unterschiedlichsten Loot in verschiedenen Seltenheitsstufen angewiesen. Das heißt, wir sammeln, MMO-typisch, verschiedene Materialien in unserer Spielwelt ein. Wir machen uns also auf die Suche nach den verschiedensten Ressourcen, von Kräutern, Sträuchern bis hin zu verschiedensten Metallen, Steinen und anderen Vorkommen. Und natürlich auch speziellen Loot von erledigten Gegnern im PvE- oder PvP-Bereich. Dabei wird die Spielwelt durch eine umfangreiche Kletterfunktion und später auch durch Jetpack-artige Gegenstände erweitert. Links unten finden wir zwei neue UI-Elemente. Einmal unsere Gesundheit sowie eine Energieanzeige, was unsere Klettertouren und Sprints etwas beschränkt. Hier kommen allerdings noch weitere Elemente hinzu. Denn auf dem lebensfeindlichen Planeten Arrakis kämpfen wir vor allem gegen die Hitze, das heißt die Sonne, die Sandwürmer und natürlich ums Überleben. Daher wird unsere UI mit einer Wasseranzeige erweitert, welche eine entscheidende Rolle fürs Überleben spielen wird. Denn je nachdem, wie schnell wir uns bewegen, ob wir in der Sonne oder im Schatten unterwegs sind, leert sich diese Anzeige bis hin zu einem kritischen Level.
Und Sandwürmer in verschiedenen Größen haben wir natürlich auch zu befürchten. Wobei dieser hier mit einem dreigliedrigeren Mund einem kleinen Exemplar entspricht. Aber auch auf die großen Varianten werden wir treffen, die wir aus den Filmen von Denis Villeneuve kennen. Ein weiterer kritischer Faktor ist die Sonneneinstrahlung. Das heißt, begeben wir uns zu lange direkt in die Sonne, erhalten wir einen Debuff, der unseren Wasserverbrauch erhöht und unsere Überlebenschancen deutlich schmälert. Daher heißt es vor allem tagsüber, Schatten nutzen und nicht zu lange an der Sonne sein. Also gilt es, unsere Zeit sinnvoll einzusetzen, das heißt, um Loot zu finden und verschiedene Loot-Container oder Vorkommen dementsprechend zunächst zu scannen und an den hier erscheinenden Stellen zu öffnen bzw. abzubauen. Damit erhalten wir erneut Crafting-Material, um neue Gegenstände, Ausrüstung bis hin zu eigenen Basen zu errichten. Und es ist anzunehmen, dass verschiedene, vor allem sehr hochwertige Ressourcen in spezielleren Gegenden zu finden sein wird, wo das Risiko steigt und wir nicht einfach so darauf zugreifen können. Aber auch das Spice spielt natürlich eine alles entscheidende Rolle, wobei wir dem direkten Einfluss ohne Schutzausrüstung nicht allzu lange ausgeliefert sein sollten. Denn die bewusstseinserweiternde Wirkung kann auch in ein Übermaß umschlagen, was uns definitiv nicht gut tut. Als Survival-MMO bietet Dune Awakening natürlich auch verschiedenste Interaktionen mit NPCs und auch anderen Spielern, wie beispielsweise hier bei einer NPC-Basis. Und hier ist das Kampfsystem, je nachdem, in welchem Skill-Bereich bzw. in welchem Karrierebereich wir unterwegs sind, durchaus unterschiedlich. Als Trooper, also als Soldat, haben wir die Möglichkeit, verschiedenste Fernkampfwaffen zu nutzen, wobei wir hier nicht direkt Munition verschießen, sondern die bekannten Pfeile. Dies ist vor allem notwendig im späteren Spiel, wo Gegner über die bekannten Holzmannschilde verfügen und Projektile hier kein Durchkommen hätten. Also werfen wir wieder das Crafting an und erstellen unsere erste eigene Pistole, welche die Dartpfeile verschießt. Zudem scheint die Munition, welche im unteren rechten Bereich angezeigt wird, begrenzt zu sein. Das heißt, wir werden hier verschiedene Rohstoffe für die Munitionsherstellung oder Bereithaltung von Munition benötigen. Weiter haben wir auch Zugriff auf Granaten und im unteren linken Bereich kam eine gelbe Anzeige mit dazu. Das heißt, unsere Energieanzeige für technische Geräte oder unseren Jetpack-artigen Antrieb. Als Trooper greifen wir also auf altbekanntes bzw. Shooter-bekanntes zurück und gehen hier auf Tuchfühlung mit den verschiedenen Gegnern. Wobei deutlich angemerkt wurde, dass es sich hierbei um Einstiegsgegner handelt, welche eben noch nicht über verschiedene Schildtechnologien verfügen. Denn auch aus den Filmen ist bekannt, dass Dune Awakening durchaus auf den Nahkampf setzt. Daher werfen wir einen Blick auf die zweite Karriereoption, und zwar den des Schwertmeisters. Und hier haben wir natürlich ebenfalls über das offene Skillsystem Zugriff auf andere Karrierepfade. Der Schwertmeister setzt hier natürlich auf Nahkampffähigkeiten, wobei er mit einer Art Ansturm schnell Distanz zu Gegnern verkürzen kann. Und natürlich erhalten wir für jeden ausgeschalteten Gegner Erfahrungspunkte und leveln dementsprechend unseren Charakter nach oben. Und MMO-typisch können wir diese Skillpoints wiederum in neue Fähigkeiten und eine Verbesserung unseres Charakters investieren. Also ein klassisches Level-System. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die Karriere des Mentats. Dieser hat eher geistige Fähigkeiten und kann auf Bene Gesserit-Tools zurückgreifen, wie beispielsweise eine Ansicht über verschiedene Gegner und alle erkundeten Bereiche. Zudem haben wir Fähigkeiten wie beispielsweise eine Hunter-Sucher-Drohne, wobei wir Gegner aus der Ferne ausschalten können. Damit finden wir durchaus drei unterschiedliche Karriereoptionen. Wobei, wie angemerkt, der Skilltree offen ist und wir aus den verschiedenen Bereichen Fähigkeiten erlernen können. Jedoch ist anzunehmen, dass die Spezialisierung vor allem im Endgame-Bereich für die verschiedenen Klassen unterschiedlich sein wird. Das heißt, verschiedene Fähigkeiten sich wirklich nur für Schwertmeister, Mentate oder für Trooper bieten. Und natürlich sind wir in der Welt von Dune Awakening nicht auf uns allein gestellt. Wir können natürlich Gruppen mit anderen Spielern bilden, unsere eigene Fraktion gründen und uns gegenseitig unterstützen. Nicht nur beim Kampf, sondern auch mit Fähigkeiten und wie wir gleich sehen werden, auch bei Basenbau. Denn wenn Funcom eine Stärke hat, dann ist das das Crafting-System, welches wir bereits aus Conan Exiles kennen und welches sehr umfangreich ist. So können wir in den verschiedenen Zonen und Bereichen, das heißt in PvE oder PvP-Bereichen, eigene Gebiete annektieren.
Damit haben wir dann Zugriff auf einen Bereich, in welchem wir unsere eigenen Strukturen erstellen können. Und dabei bietet uns die Crafting-Auswahl eine Vielzahl an verschiedensten Optiken in verschiedenen Materialqualitäten. Und als Highlight könnt ihr nicht nur alleine bauen, sondern auch eure Mitspieler bzw. Freunde können sich an den Bauarbeiten beteiligen und ihr könnt gemeinsam eine Basis bauen. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt die entsprechenden Rohstoffe vorher gesammelt. Und nachdem uns das Baumenü im unteren Bereich einen Level 1 Hinweis gibt, ist anzunehmen, dass wir in verschiedenen Gütegraden und in verschiedenen Qualitätsstufen Gebäude errichten werden. Und ebenfalls können wir fertig designte Bereiche wie beispielsweise dieses Haus direkt abspeichern und als Blueprint anderen Spielern entweder kostenlos oder kostenpflichtig zur Verfügung stellen. Denn auch eine Ingame-Ökonomie soll es geben, das heißt, ihr könnt mit Gegenständen mit anderen Spielern handeln. So können Spieler, die nicht wirklich bauaffin sind, auch fertige Strukturen und Bereiche kaufen und einfach errichten, ohne sich selbst Gedanken machen zu müssen, ob architektonisch ihre Konstruktion Sinn ergibt. Und ebenfalls angekündigt wurde, dass es verschiedene Bereiche gibt, das heißt Bereiche, in denen eure Strukturen absolut sicher sind vor anderen Spielern, allerdings auch sehr lukrative PvP-Bereiche, wo ihr deutlich interessantere Materialien findet, aber eure Basen dann geschützt werden müssen. Aber eine Basis hat natürlich nur Sinn, wenn wir diese auch mit Leben füllen, das heißt dekorieren und natürlich auch weitere Produktionsgegenstände nutzen. Dort haben wir dann Zugriff auf verschiedene Konstruktionstools, welche mit einem 3D-Druckverfahren weitere Bauteile für erweitertes Crafting darstellen. Damit haben wir dann Zugriff auf verbesserte Gegenstände wie Waffen, Ausrüstung bis hin zu Fahrzeugen oder auch Fluggeräten. Wenn dann kleiner Sandbikes bis hin zum Ornithopter oder dem Transport-Ornithopter, welcher sogar einen Spice-Sammler transportieren kann, erweitert sich unser Einflussbereich und die Möglichkeiten, Arrakis zu erkunden, deutlich. Und auch hier haben wir Anpassungsmöglichkeiten. So können wir einem Sandbike beispielsweise noch einen zusätzlichen Sitz verpassen, um unseren Mitspieler einfach mit unserem Bike mitzunehmen. Und dank verschiedener Qualitätsstufen für Gegenstände oder auch Ausrüstung haben wir die Möglichkeit, bessere Gegenstände zu finden, herzustellen und dann auch zu nutzen. So dreht sich die Loot-Spirale immer weiter. Aber Dune Awakening hat noch eine weitere Ressource, welche mit einem Crafting kombiniert wird. Und zwar unsere erledigten Gegner selbst. Denn wie wir aus den Filmen oder Büchern kennen, ist Blut nicht nur Blut. Denn hier können wir das Blut unserer erledigten Feinde mit einem dementsprechenden Tool, einem Blood Extractor, direkt extrahieren und in passenden Blutbeuteln aufbewahren. Denn Wasser, egal in welcher Form, ist neben Spice eine der wichtigsten Rohstoffe in Dune Awakening. Und natürlich können wir, wenn Not am Mann ist, das Blut auch direkt trinken. Allerdings erhalten wir hier ebenfalls einen Debuff. Denn das Wasser kann sonst auch nochmals an einer eigenen Crafting-Station gefiltert werden. Denn erst durch eine entsprechende Filterung haben wir Zugriff auf sauberes Wasser. Ansonsten müssen wir mit einem Debuff, dem Blooddrinker, leben. Aber lieber ein Debuff als sterben. Um Blut hingegen entsprechend zu filtern, benötigen wir ebenfalls eine Crafting-Station, und zwar den Blood Purifier. Mit dieser Crafting-Station können wir das gesammelte Blut unserer Gegner direkt in reines Wasser umwandeln, was eine entsprechende Zeit dauert, allerdings dann eine wertvolle Ressource und natürlich auch ein wertvolles Handelsgut darstellt. Aber auch andere, eher unkonventionelle Ressourcen finden wir in Dune Awakening. Beispielsweise einen speziellen und vor allem für Crafting notwendigen Sand. Diesen Sand finden wir ebenfalls bei unseren ausgiebigen Wüstentouren, allerdings haben wir hier das Problem, dass wir beim Abbauen den Sandwurm anlocken können. So sollten wir immer ein Auge auf die Sandwurmanzeige, vor allem außerhalb in Wüstengebieten, haben. Und sollten wir zu gierig werden, ist ein Besuch eines Sandwurms, in diesem Fall ebenfalls eines der kleineren Varianten, sicher. Eine rechtzeitige Flucht ist daher von Vorteil, denn Sandwürmer stellen eine der wahren Bedrohungen in Dune Awakening dar, wie natürlich andere Spieler, Wassermangel, die Sonne und viele andere Gefahren. In diesem Fall musste die Sandwurm-Mahlzeit leider ausfallen, denn der Spieler hat es geschafft, noch rechtzeitig felsigen Untergrund zu erreichen, wo die Sandwürmer nicht hinkommen. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Sandwurm.
Bevor wir aber zu seinen großen Verwandten kommen, werfen wir einen Blick auf In-Game-Events, welche für alle Spieler zugänglich und sichtbar sind, also Open-World-Events. Hier wurde als Beispiel ein abgestürztes Raumschiff genannt. Dieses ist für alle Spieler einer Region sichtbar und solltet ihr euch in einer PvP-Zone befinden, entbrennt hier mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kampf. Für PvE-Umgebungen gilt, wer zuerst kommt, hat den Loot. Daher werden sich alle Spieler auf die Jagd begeben nach wertvollen Ressourcen für Crafting oder weitere Rezepte. Größere Ressourcenvorkommen oder größere Loot-Container müssen hier zunächst gescannt werden und dann mit einem dementsprechenden Tool aufgeschnitten werden. Aber auch nachts gibt es dementsprechende In-Game-Events, wie beispielsweise patrouillierende Sardauka. Unvorsichtige Spieler werden hier direkt eine Begegnung mit den Sardauka, also den Elite-Truppen des Imperators, haben. Oder aber ihr löst diese Begegnungen extra aus, um dementsprechend einen Kampf zu starten. Es wird also nicht langweilig in Dune Awakening, wobei wir noch einen Blick auf den Endgame-Bereich werfen. Und hierfür begeben wir uns auf unterschiedliche Karten, welche wir meist mit Fluggeräten erreichen können. So finden wir neben PvE-Bereichen auch die große PvP-Karte sowie verschiedene Social Hubs. Hier können wir auf verschiedene Spieler treffen bzw. unterschiedliche Fraktionen wie die Atreides oder Harkonnen. Und um zu den verschiedenen Bereichen zu gelangen, können wir mit einer Schnellreisekarte unseren Ornithopter oder unser Fahrzeug in die dementsprechenden Bereiche steuern. In diesem Fall eine Basis der Harkonnen. Hier treffen wir dann nicht nur andere Spieler, sondern auch diverse NPCs, welche uns mit Informationen oder gar Aufträgen versehen können. Also der perfekte Ort für den Austausch, Handel und die Interaktion mit anderen Spielern. Und natürlich finden wir hier auch den ein oder anderen Shop, wo wir uns mit speziellen Ausrüstungsgegenständen ausrüsten können. Bislang wenige Informationen gab es hingegen zu einem Quest-System bzw. einem Auftragssystem. Hier bietet die Welt von Dune Awakening allerdings einiges an Optionen. Und wir hoffen auf eine spannende Kampagne, denn das Ansehen bei verschiedenen Fraktionen bis hin zur Politik ist eines der Kernelemente. Aber auch vor allem im Endgame können wir spezielle Dungeons oder Raids in Form von Testlaboren absolvieren, wobei wir mit anderen Spielern gemeinsam diese Herausforderungen absolvieren können. Und natürlich winken hier besondere Belohnungen wie Ausrüstung, Gegenstände und natürlich Loot. Allerdings soll der Schwierigkeitsgrad hier deutlich über dem der freien Welt liegen. So treffen wir auf besondere Gegner mit besonderen Fähigkeiten. Wobei die Kombination der verschiedenen Spieler mit den eigenen Skilltrees durchaus Vorteile bietet. Das heißt, wenn verschiedene Spieler mit verschiedenen Fähigkeiten miteinander interagieren. So können wir die Stärken und Schwächen der verschiedenen Skills und Fraktionen ausspielen. Aktuell konnten wir Dungeon-Bereiche, also die Testlabore, mit bis zu 4 Spielern sehen. Ob es größere Gruppen, das heißt Raids, direkt mit mehreren Spielern gibt, ist aktuell noch nicht abschließend bekannt. Bekannt ist allerdings, dass wir je nach Charakter und Klasse bis zu 3 Fähigkeiten aktiv einsetzen können. Daher werden wir nicht von unterschiedlichsten Fähigkeiten erschlagen und können so unseren Spielstil deutlich einfacher anpassen. Abzuwarten ist jedoch, ob die Komplexität darunter nicht leidet und es zu einfach wird. Aber das werden wir spätestens vor allem für PC-Spieler Anfang 2025 mit einem offenen Beta-Start von Dune Awakening kennenlernen. Ein Release-Datum für Konsolen, das heißt für Xbox oder PlayStation, wurde hingegen noch nicht genannt. Der Release 2025 in der ersten Variante bezieht sich hier hauptsächlich auf PC-Spieler. Und aktuell läuft bereits eine geschlossene Beta, wobei ihr euch bereits auf duneawakening.com anmelden könnt. Aber haben wir nicht noch etwas vergessen? Natürlich dreht es sich in der Welt von Dune um eine ganz besondere Ressource, und zwar das Spice. Hier haben wir teils massive Spice-Explosionen oder können Spice in den verschiedenen Zonen sammeln. Hier helfen uns natürlich auch Spice-Ernter, was allerdings relativ schnell zu großen Gefechten entbrennen wird. Und hier haben wir euch natürlich auch noch die großen Sandwürmer, welche wir aus den letzten Kinofilmen kennen, versprochen, die wir, sollte sich das Blatt nicht zu unseren Gunsten wenden, noch als letzte Rettung rufen können, um wenigstens dem Gegner noch einiges an Ärger zu bereiten. Und damit verabschiede ich mich.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.